Liebe macht all diese Dinge mit dir. Du hast eine große Liebesaffäre. Genieß sie einfach. Du denkst vielleicht, ich bin ein Held. Aber das Mädchen hat nun mal ihre Meinung. Deine Nase kann so sein. Es spielt keine Rolle. Ein fröhliches Gesicht ist immer ein schönes Gesicht. Okay, Sadhguruji, das ist in meiner Hochschule sehr verbreitet und das trifft auf mich und auch auf meine Freunde zu. Ich bin also in ein Mädchen verliebt und was passiert ist, dass ich nicht den Mut habe, mit ihr zu sprechen. Und das ist wie ein Selbstzweifel, den ich habe. Ich denke, dass ich sie nicht verdiene. Was ist also in dieser Hinsicht zu tun? Du liebst ein Mädchen oder du hast dich in ein Mädchen verliebt? Eigentlich habe ich mich verliebt. Okay. Dies geschah, bevor er zum Trinker wurde. Er war an der Universität Shillong. Shankaran Pillai. Und er war dabei, seinen Doktor zu machen. Eines Tages ging er also zu einem Mentorprofessor und sagte, Sir, ich brauche Ihre Hilfe bei etwas sehr Wichtigem. Da sagte der Professor, ja, deshalb bin ich hier, bitte sprechen Sie. Dann nannte er die schönste Frau der Hochschule. Und er sagte, Sir, ich bin total in Sie verliebt. Ich brauche Ihre Hilfe. Was soll das heißen, Sie brauchen meine Hilfe? Ich bin nicht hier, um Ihnen bei dieser Art von Angelegenheiten zu helfen. Ich bin zu akademischen Zwecken hier. Er sagte, nein, Sir, ich bin wirklich zu 50% erfolgreich. Sie müssen nur mit den anderen 50% helfen. Er fragte, was hat das überhaupt mit dem 50%igen Erfolg auf sich? Er sagte, ich bin total in Sie verliebt und sie weiß es nicht. Bei den anderen 50% müssen Sie mir helfen. Genieße also einfach die Liebesbeziehung. Denn jetzt ist es völlig unter deiner Kontrolle. Wenn du sie mit ins Spiel bringst, wird sie die Sachen in die Hand nehmen. Und ich sage nicht, dass du dich nicht in jemanden verlieben solltest, aber sei nicht in Eile zu leben. In dieser Phase deines Lebens, sieh zu, wie du dir ein lohnenswertes Leben aufbauen kannst. Dann werden die Dinge auf eine bestimmte Art zu dir kommen. Wenn du dich zu früh ins Leben stürzt, dann werden andere Aspekte des Wachstums gehemmt, weil du dich emotional verstrickt hast. Jetzt sagt das Mädchen sofort, ich werde morgen früh mit dir kommen. Dann musst du dir sofort einen Job suchen. Du hast dein Ingenieurstudium noch nicht abgeschlossen. Du wirst deine Autorikscha zum Fahren finden. All diese Dinge werden passieren. Liebe macht all diese Dinge mit dir. Du hast also nur eine große Liebesaffäre. Genieß sie einfach. Sag es ihr nicht. Sadhguru, ich glaube, er wollte auch etwas über die Selbstzweifel wissen, die er hat, obwohl das der Kontext war, dass er in erster Linie nach Selbstzweifeln fragt. Schau, das sind keine Selbstzweifel. Der Zweifel dreht sich um sie. Wie sie reagieren wird, das ist der Zweifel. Irgendwo, wenn es um einen selber geht, die Frage, ob ich gut genug für etwas bin, nicht gut genug für etwas bin, darüber solltest du dir keine Gedanken machen. Du musst einfach jeden Tag sehen, wie du ein besserer Mensch sein kannst, als der du jetzt bist. Und dann sagt dir die Welt, so wie sie reagiert, ob du gut genug bist oder nicht. Es ist nicht deine Aufgabe, zu denken, ob. Schau, aus diesem Grund gibt es am Ende des Jahres eine Prüfung. Warum? Weil du dich vielleicht für einen guten Ingenieur hältst. Aber die Prüfungsergebnisse sagen dir das Gegenteil. So ist es auch hier. Du denkst vielleicht, ich bin ein Held. Aber das Mädchen hat nun mal ihre Meinung. Stattdessen solltest du also zusehen, wie du dich selbst besser machen kannst. Und zwar in vielerlei Hinsicht, nicht nur was dein Aussehen betrifft. Denn dein Aussehen wird nach einiger Zeit ignoriert.
Du musst dich selbst besser machen. Wie kannst du dich besser machen? Zumindest versuchst du, dich zu einem guten Ingenieur zu machen. Das ist eine gute Idee. Eine andere Sache ist, nun, schau einfach, was bedeutet besser? Was ist eine Sache, die Menschen immer anzieht? Was ist diese eine Sache, die Menschen immer wundervoll erscheinen lässt? Es ist nicht die Form deiner Nase oder die Spitze deines Kinns oder deine Frisur oder etwas anderes. Ein fröhliches Gesicht ist immer ein schönes Gesicht. Ist es nicht so? Deine Nase kann so sein, es spielt keine Rolle. Ein fröhliches Gesicht ist immer ein schönes Gesicht. Tu diese eine Sache, vielleicht wird sie sich in dich verlieben. Steh einfach auf und strahle. Wenn du aufstehst und strahlst, wird jeder in diese Richtung schauen, nicht wahr? Lern zu singen. Sing ein Lied. Wir können nicht trainieren, wenn du magst. Nur ein Lied, das sie vielleicht dazu bringt, sich zu verlieben.